Hallo, mein Name ist Sabine Tierhorst. Ich bin Yogalehrerin und Heilpraktikerin für Psychotherapie und ich möchte dir helfen, einen Weg zu finden zu mehr Entspannung, zur Ruhe und zu mehr Frieden. Als Yogalehrerin verstehe ich mich als deine Begleiterin zu mehr Entspannung. Bei mir steht Entspannung im Yoga-Unterricht ganz klar im Fokus. Wenn wir so 90 Minuten Yogastunde haben, dann kannst du davon ausgehen, dass eine halbe Stunde insgesamt mit der Anfangs- und Endentspannung der Entspannungsteil sein wird und wir ungefähr 60 Minuten die Körperübungen, die Asanas machen. Und dabei ist es mir auch nicht wichtig, dass du die Asanas in Perfektion ausführst, sondern mir ist es wichtig, dass du ein gutes Körpergefühl entwickelst. Und so verstehe ich mich als Yogalehrerin. Ich möchte nicht, dass du das perfekt machst. Ich möchte, dass du es so machst, dass du dich nach der Yogastunde besser fühlst als vor der Yogastunde. Und so gestalte ich eben auch meine Yogastunden. Ja, wie verstehe ich mich als deine Therapeutin? Ich denke, für mich ist es sehr wichtig, dir einen Raum zu geben, in dem du dich öffnen kannst. Für mich ist es sehr wichtig, mit dir gemeinsam zu erspüren, wie es dir tatsächlich geht und was da eigentlich für Gefühle sind, die wahrgenommen werden wollen. Und das ist das, was ich dir als Therapeutin schenken möchte. Ich möchte dir einen Raum schenken, in dem du nicht bewertet wirst, in dem du dich öffnen darfst, in dem du offen über deine Sorgen und Ängste reden darfst und in dem wir dann vielleicht auch gemeinsam einen Weg finden, deine Gedanken in eine für dich entspanntere und positivere Richtung zu lenken. Dafür gibt es verschiedene Instrumente, mit denen ich arbeite. Ein sehr wichtiges Instrument für mich ist die Gesprächstherapie nach Rogers, wo ich eine Ausbildung auch dazu gemacht habe, bei dem der Therapeut eigentlich immer einen Schritt hinter dem Klienten steht. Und bei dem es meine Aufgabe ist, immer ja, zu erspüren, was eigentlich das ist, was hinter dem steht, was du sagst. Und dir damit zu helfen, mehr in dein Gefühl zu kommen. Das kann ein sehr anstrengender Weg sein. Und weil es sind ja Gefühle, die man häufig auch gar nicht wirklich spüren möchte. Und das ist manchmal so die Herausforderung dabei. Und neben dieser Gesprächstherapie arbeite ich sehr gerne mit Meditation, mit Achtsamkeitsübungen und auch mit Yoga. Ich bin tief davon überzeugt, dass die Philosophien, die dem Buddhismus und dem Yoga zugrunde liegen, sehr heilsam sein können. Und das sind Dinge, mit denen ich gerne arbeite und die für mich dann auch authentisch sind. Wenn du dich darauf einlassen kannst, dann können wir diesen Weg gemeinsam gehen. Ja, wer bin ich und was macht mich aus? Also, vielleicht fange ich mal mit den harten Fakten an. Also, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme bin ich 45 Jahre alt. Ich bin Mutter von zwei Töchtern und habe einen wundervollen Ehemann. Und mein Leben, mein berufliches Leben ist im Moment so dreigespalten. Ich bin auf der einen Seite immer noch Bankkauffrau. Das war ich ja schon seit über 20 Jahren. Auch als Teamleiterin und Abteilungsleiterin. Es war lange Zeit mein Weg, den ich beschreiten wollte. Auch mit der Karriere, die dahinter stand. Auch mit der Doppelbelastung, die dahinter stand als Mutter und berufstätige Führungskraft. Und vor 4 Jahren habe ich dann aber beschlossen, eine Yogalehrerausbildung zu machen. Und auch wenn es immer so ein bisschen nach Floskel klingt, weil ich habe den Satz selbst schon unheimlich oft gehört, aber es war eben für mich so ein Wendepunkt in meinem Leben. Yoga hat tatsächlich mein Leben verändert. Es war tatsächlich für mich ein Neustart im Leben.
Und nach diesen 2 Jahren Yogalehrerausbildung habe ich dann direkt auch die Heilpraktiker für Psychotherapie Ausbildung gemacht. Auch mit dem tiefen Wunsch, Menschen zu helfen und sie auf ihrem Weg zu begleiten. Und da ist Yoga und diese wissenschaftlich fundierte Ausbildung, die ich gemacht habe über die Heilpraktiker-Ausbildung, für mich ganz wichtig. Also diese beiden Dinge miteinander zu kombinieren. Und da gehört eben das Yoga dazu, da gehört die Gesprächstherapie nach Rogers dazu, das ist eine Ausbildung, die ich gemacht habe, den Entspannungstrainer, den Burnout-Berater. Das sind alles Dinge, die hervorragend miteinander kombinierbar sind. Und ja, ich glaube, das macht mich auch aus. Ich glaube, es macht mich aus, dass ich sehr geerdet bin, aus einem sehr geerdeten Beruf komme. Und da auch immer noch bin und trotzdem die Philosophien, die über das Yoga und auch über die buddhistische Psychologie da sind, dass ich das miteinander kombinieren kann.